per Gesetz mittlerweile zu einem Mann, der aussieht wie ein Mann, spricht wie ein Mann, watschelt wie ein Mann, Oberarme wie ein Mann hat, zu sagen, er ist ein Mann, sondern man muss den Karnevalsirrsinn mittragen und sagen, na selbstverständlich ist das eine Frau. Wie des Kaisers neue Kleider. Vollkommen klar. Ihr wisst alle, von wem ich rede. Sitzt sogar im Bundestag. Okay, hübsch hässlich, schaut aus wie Dresden nach 45. Aber es ist keine Frau. Es ist keine Frau. Es ist ein Mann. Er fühlt sich, das gestehe ich zu, er fühlt sich wie eine Frau. Die Gefühle verletze ich nicht. Ich fühle mich manchmal, wenn ich die Einkommensteuer zahle, wie ein Hund. Weil dann würde ich lieber die Hundeabgabe zahlen, weil die ist in meiner Gemeinde 5 Euro. Ja, aber nicht 100.000 Euro. Ja, so. Die Gefühle sind das eine. Und ich gestehe eben zu, ein Gefühl zu haben. Und ich erkenne auch das Gefühl an. Und erkennen Sie auch die Grenze an, wo es dann verletzend nein, wird, bei mir, weil Sie ja nein, eingangs nein, sagten, weil, warum? Weil die Wahrheit nie verletzend sein kann. Die Wahrheit kann auch nicht verhetzend sein. Das ist das der Ursprung der Wahrheit. Die Wahrheit kann auch nicht beleidigend sein. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist weiß wie der Schnee. Sie ist glasklar, die Wahrheit. Und das, was mich ärgert, ist, dass man in Wahrheit die Fiktion zur Wahrheit erklärt. Ja. Und das passiert in Deutschland. 72 Geschlechter. Bestes Beispiel. Oder jedes Mal, wenn ich in Deutschland auftrete, und ich trete oft auf, kriege ich 4 Wochen später von der örtlichen Kriminalpolizei ein Aufforderungsschreiben. Es läuft ein Ermittlungsverfahren gegen mich und ich soll mich äußern. Unlängst war ich in Viechtach, Niederbayern, für die Spezialisten hier, für die Eingeborenen, Viechtach, und sage dort in meiner Rede, naja, wenn die Grünen-Chefin Ricarda Lang vielleicht hin und wieder mit ihren Appetit zügeln würde, dann wäre der Hunger auf der Welt nicht so groß. Kann man sagen, okay, geschmacklos, dir für Schublade, manche würden sagen Satire. Er ist Kabarettist. Ich übergib's dir honorarfrei, wenn du willst. So, den Schwimm. Was kommt? Anzeige wegen Beleidigung politischer Personen. Stellen wir uns das einmal vor. Saskia Esken bezeichnet eine demokratische Partei als Nazi-Partei. Im österreichischen Fernsehen, öffentlich-rechtlichen, ORF. Und selbst der Moderator, der nicht dem rechten Spektrum angehört oder dem bürgerlich-konservativen Spektrum angehört, Armin Wolf, sagt, Frau Esken, meinen Sie das ernst? Das kann doch nicht ernst sein. Konfrontiert sie zweimal damit, weil selbst für Armin Wolf ist das eine relativierende Aussage, und zwar relativierend für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Damit spuckt sie den Opfern ein zweites Mal ins Grab. Ich sage bei der Rede, die spuckt den Opfern ein zweites Mal ins Grab. Ich habe selbst jüdische Freunde, ich habe selbst ein Jude hat, ein britischer Soldat, jüdischer Prominenz, ungarischer Jude, hat meiner Familie geholfen, dass mein Vater heute überhaupt noch auf der Welt ist. So, und bringt das bei der Rede zum Ausdruck und sagt, und ich finde es eine absolute Sauerei, dass rhetorische Einzeller im Bundestag so etwas formulieren. Anzeige, rhetorische Einzeller, Beleidigung von Personen und politischen Lebens. Im österreichischen Fernsehen vor einem Jahr sage ich, Markus Söder ist der größte Idiot, der mir in meinem Leben jemals begegnet ist. Im Übrigen zitiere nur den Strafakt. Was mich wundert, in Bayern hat mir niemand widersprochen, aber das ist die eine Sache. Aber jetzt kommt's. Anzeige, Beleidigung, politische Personen. Seit 1997 durch ein EMGR-Urteil, Europäischer Menschenrechtsgerichtshof, ist der sogenannte Idiot, auch der Vollidiot, in der politischen Auseinandersetzung, in der medialpolitischen Auseinandersetzung oder in der politisch-satirischen Auseinandersetzung straffrei, weil es ein entscheidendes Urteil gibt. Zumal Idiot aber, ja auch nichts anderes heißt als Nichtfachmann, das habe ich mal von Peter Hanne gelernt. Naja, ja, abgesehen davon, das ist die griechische aber Übersetzung. Kommt, was passiert? Das ist die griechische Übersetzung. 3 Staatsanwaltschaften beschäftigen sich mit mir, ja? Verursachen eine Unmenge Kosten, zahlt sie im Übrigen alle ihr, die bayerischen Steuerzahler, 100.000 Euro. Und in der, also mich sieht man dann als Ösi-Invasivtäter gegen den Ministerpräsidenten, verfolgt man, und in der Zwischenzeit lässt man die Messerstecher über den Stachus rein. Also ich krieg da langsam ein gewaltiges Problem, auch mit der Verhältnismäßigkeit. Und ich sehe, dass der Meinungskorridor in Deutschland, um es Schluss zu machen, weil jetzt bin ich schon zu lang, sich nicht nur verschiebt, sondern sich komplett verengt. Ja. Und ich sage nur eines, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist der Weg in die Hölle, der mit solchen autokratischen Auswüchsen fein gepflastert ist. Und das ausgerechnet jene, die die Demokratie loben und in den Sonntagsreden die Verteidiger der Demokratie abgeben, in Wahrheit zu einer faschistoiden Methode greifen,
Das finde ich besonders pervers in Wahrheit. Also, da würde ich gerne...